unterhalte dich mit seiner Frau, wenn sie noch da ist. Sie heißt Yvonne Cox. Verstanden. Bis gleich, ich rufe dich an, wenn ich weiß, wann ich da bin. Ich glaube, hier lang, wa? Ach, Cox Security. Ja, haben wir es doch schon. Die haben ja überall Haltestellen. Wieso komme ich hier nicht doch nicht rein? Wollt ihr mich veralbern? Du musst es doch Zugang geben. Anderweitig hoch. Ne. Hier vielleicht, ha? Ne, hier geht's nicht lang. Was hat der Daryl vor? Ist es wieder der Kollege, der den Bautzaun klaut? Guten Abend, haben Sie eine Reservierung? Guten Abend, ich würde gerne mit Yvonne Cox sprechen. Ist sie hier? Erwartet sie Sie? Nicht wirklich, nein. Tut mir leid, aber ich kann Sie nur reinlassen, wenn Sie eine Reservierung haben. Neil Conrad, CDI, würden Sie mich bitte zu Miss Cox führen? Krummel, Krummel. Bitte folgen Sie mir. Ja. Und deshalb ist es äußerst wichtig, dass wir weiter mit Ihnen verhandeln, egal was Albert sagt. Miss Cox? Ja. Darf ich fragen, wer Sie sind? Neil Conrad, CDI, bitte entschuldigen Sie die Störung. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. CDI? Was habe ich denn getan, um mir Ihre Aufmerksamkeit zu verdienen? Ist noch mal kurz weg. Okay. Genau genommen geht es um Ihren Mann. Ach, nun gut. Entschuldigen Sie, Mr. Conrad, Jacqueline Hendricks, Rechtsanwältin. Mrs. Cox ist meine Klientin. Ich vermute, Ihnen ist bewusst, dass sie nicht verpflichtet ist, Ihnen irgendwelche Fragen über... Ist schon in Ordnung, Jacqueline. Unterhalten wir uns doch kurz, Mr. Conrad. Hätten Sie etwas dagegen, wenn wir nach draußen gehen? Ich brauche ein bisschen frische Luft. Jacqueline ist manchmal ein bisschen überfürsorglich. Das zeigt einem, dass ein Anwalt sein Geld wert ist. Sie haben gesagt, es geht um Albert. Wie kann ich Ihnen helfen? Können Sie mir sagen, wo Ihr Mann heute Abend um 18 Uhr war? Wir haben uns um 17.30 Uhr mit Jacqueline zum Abendessen getroffen und einige geschäftlichen Angelegenheiten diskutiert. Vor ungefähr einer halben Stunde hat Albert einen Anruf bekommen und hat sich entschuldigt. Das waren wir. Tut mir leid, dass wir Sie beim Abendessen gestört haben. Hat sich Mr. Cox in den letzten Tagen seltsam verhalten? Keine Ahnung. Abgesehen von heute Abend habe ich ihn das letzte Mal vor ungefähr 2 Wochen gesehen. Albert und ich wohnen nicht mehr zusammen. Wir haben uns getrennt. Oh. Sie lassen sich scheiden? Vielleicht. Hey, lass sie dir an. Komm. Es würde unsere gemeinsamen Geschäfte allerdings erschweren. Verstehe. Gut, das ist alles. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Na, sie hat dir gleich 3 Tassen in den Chat gestellt. Gary, was gibt's? Ich bin in 10 Minuten da. Was ist mit dir? Hast du mit Cox Frau gesprochen? Ja, sie hat sein Alibi bestätigt. Glaubst du ihr? Ich hatte nicht den Eindruck, dass sie lügen würde, um ihn zu beschützen. Ihre Ehe ist offenbar eher pragmatischer Natur. Verstehe. Hör zu, ich habe schlechte Neuigkeiten. Moore ist nicht zu Hause. Seiner Frau zufolge ist er in Urlaub. Offenbar in Manami Tree Resort. Wir eruieren gerade, ob das stimmt und versuchen, Moore zu erreichen. Warum redest du nicht mal mit Moores Frau?
Saito meinte, dass du ganz in der Nähe ihrer Wohnung bist. Du musst ein oder zwei Ebenen nach oben und dann nach rechts gehen. Weg vom Markt, dort solltest du ihr Apartment finden. Komm zurück zu Cox' Büro, wenn du fertig bist. Das ist direkt beim Bahnhof. In 10 Minuten bin ich da. Bin ich denn sein Laufbursche oder was? Auf meinem Weg zu Moores Apartment durchquerte ich Duftwolken von frittiertem Reis, Fisch und wenig vertrauenerweckendem Fleisch. Vor Jahren hatte ich den Paloon-Markt schon einmal besucht, zusammen mit Catherine. Ich war fast überrascht darüber, dass in der Zwischenzeit keine der maroden Plattformen eingestürzt war. Die Händler verkauften immer noch denselben Kram. Manches davon erweckte den Eindruck, als sei es am anderen Ende des Planeten gestohlen worden. Na, ich habe auch ein bisschen mit den ganzen Filtern und so ein bisschen rumexperimentiert. Weil immer wieder, wenn ich da mal so ein bisschen daneben geguckt habe, ein bisschen Soundcheck und sowas machen. Das hat mir nie gefallen. Auch mit dem neuen Headset habe ich da echt Probleme. Weiß nicht, da habe ich immer so das Gefühl, das hört sich an, als ob ich weit weg wäre. Warum auch immer. Aber ich glaube, das ist so ein Streamer-Ding. Dass man selber mit allem viel unzufriedener ist als die Viewer. Dass man da auch viel mehr Wert drauf legt. Jemand zu Hause? Wer ist da? Agent Neil Conrad, CDI. Ich habe schon mit Ihren Kollegen gesprochen. Ich weiß, tut mir leid, dass ich Sie erneut belästigen muss. Sie haben gesagt, dass Ihr Ehemann im Urlaub ist. Ist das korrekt? Warum kommen Sie nicht rein? Zack, ist er drin. Kann ich Ihre Dienstmarke sehen? Natürlich. James ist im Manami-Tri-Ressort. Sein Flug ging letzte Nacht nach seiner Schicht. Haben Sie eine Möglichkeit, ihn zu kontaktieren? Er hat sein Cell hier gelassen, weil er seine Ruhe haben möchte. Was genau wollen Sie von ihm? Ich hoffe, er steckt nicht in Schwierigkeiten. Warum sagen Sie das? Kommt es häufiger vor? Nein, in letzter Zeit nicht. Ist doch normal, dass man sich Sorgen macht, wenn plötzlich das CDI vor der Tür steht. In letzter Zeit nicht? Ist der Mann vorbestraft? Vor einigen Jahren hat er ein paar Fehler gemacht. Er hat seine Zeit dafür abgesessen. Was hat er getan? Sein Boss hat ihn mit einer Lieferung von illegalen Substanzen beauftragt. James wurde geschnappt und sein Boss hat behauptet, dass er von nichts wusste. Wer war damals sein Boss? Nicht Mr. Cox, vermute ich. Oh doch, es war Mr. Cox. James war fast ein Jahr im Gefängnis und hat danach wieder angefangen, für ihn zu arbeiten. War ja gar nicht nachtragend. Sagen wir, er hatte keine Wahl. Heutzutage ist es schwer, einen Job zu finden, erst recht mit Vorstrafen. Danke, Mrs. Moore, das ist alles. Falls Ihr Mann Sie kontaktiert, sagen Sie ihm bitte, dass er sich bei uns melden soll. Hier ist meine Cell-Adresse. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich mich noch kurz umschaue? Umschauen? Warum nicht? Aber bitte bringen Sie nichts durcheinander. Oh, Moment. Was war das jetzt? Oxytanol, eine Substanz, die äußerst süchtig macht und zur Behandlung von Lungenkrankheiten benutzt wird. Die Moors haben 2 Newsartikel aufgehängt. Ich habe sie auf mein Cell geladen. Nur ein Teller im Spülbecken. Sieht aus, als hätte sie alleine zu Abend gegessen. Okay. Von vor 2 Jahren und von vor 9 Jahren. Milex gewinnt 10-jähriges Gerichtsverfahren. Letzten Montag wurden die Gerichtsverhandlungen rund um den Hope-Skandal endlich abgeschlossen.
Mylex Mining hatte vor fast 16 Jahren für negative Schlagzeilen gesorgt, als hunderte von Angestellten eine Sammelklage gegen den Bergbaugiganten erhoben hatten. Viele von ihnen haben während ihrer Arbeit in der Mylex-Mine Hope über Monate hinweg schädliche Gase eingeatmet und dabei irreversible Lungenschäden erlitten. Medikament, Lungenmedis. Nach langen, teuren Gerichtsverhandlungen mit vielen Berufungen hat der oberste interplanetare Gerichtshof letzte Woche beschlossen, dass die Firma keine Schuld an den Lungenschäden trägt und entsprechend nicht verpflichtet ist, den Opfern Entschädigungen zu zahlen. Dieses Urteil wurde vielfach als Versagen des Justizsystems der Föderation betrachtet. Weder der systemweite Einfluss der Bergbaulobby noch das Interesse der Föderation an Mylex wirtschaftlichen Erfolg sind ein Geheimnis. Entsprechend ist es nicht verwunderlich, dass öffentlich die Frage nach der Integrität der Entscheidung des Gerichtshofs aufgerufen wurde. Drogen in Cox Security Lieferwagen. Letzte Woche wurden in einer routinemäßigen Verkehrskontrolle große Mengen an bewusstseinsverändernden Substanzen in einem Lieferwagen der Firma Cox Security gefunden. Die illegalen Drogen waren unter der Ladefläche des Wagens versteckt worden. Der Fahrer wurde noch vor Ort von der Polizei festgenommen. Der CEO von Cox Security, Albert Cox, hat abgestritten, von dem Transport der Substanzen gewusst zu haben. Wenn der Fahrer schuldig gesprochen wird, steht ihm eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr bevor. Immer wieder diese Firma, Mylex Mining. Konrad, wie ist es mit Moors Frau gelaufen? Ich glaube nicht, dass sie weiß, was ihr Ehemann ausheckt. Ich habe mich aber in ihrer Wohnung umgeschaut. Gut, wir brauchen alle Informationen, die wir kriegen können. Ich bin fast bei Cox Büro, wir treffen uns dort. In vielen der Fälle, in denen wir ermittelten, war die offensichtliche Lösung am Ende die richtige. Das Handeln der Menschen passte in der Regel zu ihren Interessen und ihren Emotionen. Diejenigen, die wir gleich zu Beginn verdächtigten, waren meistens auch die Schuldigen. In diesem Fall war alles anders. Es fühlte sich immer so an, als ob wir die Wahrheit nur umkreisten. Nichts war offensichtlich. Hä? Ja, und die? Doch nicht weiter, oder? Nee, hier kommt er nicht vor. Wo bin ich denn jetzt schon wieder falsch gelaufen? Stadt. Hier geht's doch nicht hoch. Na, erst von der Seite an das Haus ran. Von hier drüben. Hier kann ich nicht hoch. Hier würde es zwar runtergehen. Aber hier geht es in beide Richtungen nicht weiter. Ich hätte aber gedacht, dass wir erst irgendwie... Oder kann ich hier runtergehen, wenn ich hier ganz rechts und dann? Nee. Sind wir nicht von hier gekommen?